So, an der Stelle herzlich willkommen zum Run Call. Ich freue mich mega, dass ihr alle da seid und es wird heute um verschiedene Dinge gehen. Zum einen natürlich die Zusammenfassung des Calls mit Wendy Lewis. Falls du diesen Call selber persönlich nicht mitbekommen hast, der war komplett auf Englisch. Wenn du Englisch sprichst, dann schau den Call auf jeden Fall an. Den findest du zum einen in den ganzen Gruppen hier bei uns in der Unity Global Community, aber auch auf der Facebook Timeline von Damien Fayer. Falls du den Call zwar gesehen hast und nicht verstanden hast, dann bist du hier genau richtig, denn heute geht es um das Thema Wendy Lewis VIP-Call und über was hat sie gesprochen auf Deutsch. Und da freue ich mich extrem drauf, das mit euch jetzt zu teilen. Also, der Call ging im Prinzip einfach damit los, dass wir erstmal 10 Minuten Verzögerung hatten. Warum? Weil der Call aus allen Nähten geplatzt ist und Wendy selber nicht in den Zoom-Raum kam, weil der Zoom-Raum komplett zu war. Der war halt voll mit 500 Leuten. Wir hatten weitere 500 Leute auf Facebook, weitere 1000 Leute auf Stefanias Facebook-Profil. Also ihr könnt euch ausrechnen, dass das nicht so einfach war, da on time zu starten, weil die Technik völlig überlastet war. Also 10 Minuten verspätet angefangen, aber es hat sich einfach nur gelohnt. Und los ging das Ganze mit der Story von Wendy. Also Daniel hat gefragt, Wendy, was ist, erzähl mal ein bisschen was zum Hintergrund, wie ist die Firma entstanden und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr heute ein Billion-Dollar-Brand seid, also ein Milliardenunternehmen. Und Wendy ist ein bisschen mehr ins Detail gegangen als normalerweise. Und zwar hat sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Viele von euch oder die meisten kennen natürlich die Geschichte von Jeunesse. Ja, also Jeunesse ist ja entstanden ursprünglich, weil Randy, also Wendys Mann und Mitgründer von Jeunesse, Knieprobleme hatte. Die Geschichte hat sie noch mal erzählt. Sie sagte, hey, Randy hat immer gesagt, ich möchte mein originales Equipment behalten und möchte das eigentlich nicht austauschen lassen. Und so hat er die Empfehlung bekommen, sich mal mit Stammzellentechnologie auseinanderzusetzen. Und so sind sie dann auf Dr. Nathan Newman gestoßen in Kalifornien. Sind dorthin gefahren, haben dort die Behandlung gemacht, also aus dem Fettgewebe von Randy wurden Stammzellen entnommen, diese dann in das Knie injiziert. Und es war ein etwas längeres Prozedere und wie sie da so saßen und sich mit der Behandlung auseinandergesetzt haben, sind sie auch ins Gespräch gekommen. Und Dr. Newman hat ihnen dann ein Serum vorgestellt. So, und dieses Serum ist das, was wir heute auch haben, unser Wachstumsfaktoren-Serum der Lumines-Serie. Sah damals noch anders aus, von außen war aber im Prinzip das Gleiche drin. Und Wendy hat gefragt, was ist das? Worum geht's dabei? Und Dr. Newman hat erzählt, wie er dieses Produkt entwickelt hat, dass er das entwickelt hat, um Menschen dabei zu helfen, besseres Hautbild zu bekommen, bei Narbenbildung zu helfen, Hautprobleme vorzubeugen und so weiter. Und Wendy sagte, okay, das hilft das auch generell beim Hautbild, weil ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Und sagte, da habe ich gedacht, warum nicht mal ausprobieren? Ja, hat das also bei ihm gekauft, hat das mitgenommen, war so begeistert von der ganzen Geschichte, dass sie zurück sind nach Kalifornien, Dr. Nathan Newman nochmal getroffen haben und gesagt haben, wie viel verkaufst du davon? Und er sagte, so circa 40 Stück im Monat. Und dann hat Randy, ihr Mann, zum Dr. Newman gesagt, wenn wir dir zeigen, wie du 40.000 davon verkaufst, wäre das interessant? Und dann hat Dr. Newman angefangen zu lachen und sagte, wenn du mir das zeigen kannst, sehr, sehr gerne. Dann hat Randy gesagt, wenn du mir die Formel gibst, zeige ich dir, wie es geht. Und so ist im Prinzip die Company entstanden. Und dann hat Wendy ein bisschen ausgeholt und ein bisschen was von vorher erzählt. Weil sie sagte, was die meisten nicht wissen ist, wir haben ja schon jahrelang in der Network-Marketing-Industrie zu tun gehabt. Wir haben jahrelang, zum Beispiel war ihre Aufgabe als Mathematikerin, sie hat Vergütungspläne korrigiert. Also wenn irgendwo Vergütungspläne nicht sauber liefen, ist irgendwo zu viel ausgezahlt wurde im Vertrieb, zu wenig an die Firma oder generell das ganze System nicht funktioniert hat, dann hat man Wendy angerufen und gesagt, kannst du bitte unseren Vergütungsplan reparieren? Ja, ich glaube, sie hat sogar 2 Doktortitel in Mathematik, ist eine extrem smarte Frau. Ja. So, dann haben die beiden Abrechnungssoftware für Krankenhäuser geschrieben, haben da mehrere Awards gewonnen und haben letzten Endes sogar ein eigenes Network-Marketing-Unternehmen gehabt vor Jeunesse und haben quasi dieses Unternehmen dann in Jeunesse überführt. Ja. Also das, was schon da war und haben das quasi mit reingenommen und daraus ist dann Jeunesse als neue Company natürlich entstanden mit diesem Produkt. Das war so ein bisschen die Hintergrundgeschichte der ganzen Story. Die Hintergrundgeschichte der Story. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja. So, also das, was Wendy so ein bisschen erzählt hat, wie das alles entstanden ist. So, und ich fand es extrem interessant, mal zu erfahren,
wo die beiden herkommen. Ja, also, dass die diese ganze Erfahrung, diese jahrelange Erfahrung, die ganzen Awards, die sie vorher schon gewonnen haben, natürlich logischerweise mitgenommen haben in diese Idee, in dieses Projekt Jeunesse. Ja, und wir haben da einfach einen extrem stabilen Hintergrund, was diese komplette Struktur, Organisation, Strategie und so weiter angeht. So, dann hat Danny gefragt, ja, wie ist Jeunesse denn vorbereitet jetzt auf die aktuelle Situation? Weil es passiert ja wirklich extrem viel momentan und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und in erster Linie sagte sie mal, naja, in erster Linie sind wir mal alle zu Hause. Ja? Also Jeunesse arbeitet komplett zu 100% von zu Hause aus. Es ist komplett dezentralisiert. Niemand ist im Headquarter right now, wollte ich gerade sagen. Niemand ist im Headquarter zurzeit. Alles funktioniert von zu Hause aus. Und das alleine ist schon extrem außergewöhnlich, weil die meisten Unternehmen genau daran gerade scheitern. Ne, Leute können nicht ins Office kommen, können nicht arbeiten, haben keine Zugänge. Es hat Jeunesse alles schon im Vorfeld geklärt, weil es eine digitale Company ist. Dann hat sie gesagt, das Wichtigste ist, dass natürlich Produktion, Lieferketten, Zahlungsmethoden und alles, das ist nicht betroffen, auch nicht von der Ausgangssperre, von der aktuellen Situation, die wir jetzt haben im weltweit, dieser Lockdown. Ich sagte, diese Sachen sind alle exklusiv, weil sonst würde die Wirtschaft ja nicht funktionieren. Und da brauchen wir uns momentan überhaupt gar keine Sorgen machen. Lieferketten, Produktion und alles ist gesichert. Dann ging es natürlich ein bisschen weiter zum Thema Innovation. Hat Danny dann gefragt, wie sieht's aus mit, wie reagiert Jeunesse auf solche Sachen? Das ist ja außergewöhnlich gut, weil Danny sagt, ich habe das Gefühl, seit diese Krise gelauncht wurde, wollte ich fast sagen, ein Schelm, wer Böses denkt, ja. Die Krise wurde gelauncht. Nein, die Krise ist natürlich passiert, ja. Also seit die Krise passiert ist, wie Jeunesse da reagiert hat und was Jeunesse gemacht hat, ist halt ein neues Produkt gelauncht, ja, und zwar den Aloe Cleanse. Und da hat sie selber ein bisschen erzählt, auch über das Produkt, dass das wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt ist und es tatsächlich nicht so ist, dass dieses Produkt jetzt einfach mal auf den Markt geschmissen wurde, sondern da hängt tatsächlich, und das war so ein kleiner Sneak Peek, ja, das hat Danny dann noch erwähnt, es gibt etwas, was mit Aloe zu tun hat und vielleicht bald als neues Produkt kommt, ja. Und das ist quasi ein Teil dieses Gesamtkonzeptes. Und sie sagte, hey, das Schöne an dem Produkt ist, oder erstmal die Herausforderung bei den meisten Alkoholprodukten ist, dass die Hände natürlich komplett austrocknen bei so Handsanitizern. Und hier hast du aber den Aloe-Effekt mit dabei, der einfach dafür sorgt, dass die Hände geschmeidig bleiben, mit Feuchtigkeit versorgt werden und quasi hast das Beste aus beidem, Pflege und gleichzeitig Desinfektion. Ja, so, dann ging es weiter mit, wie ist das Ganze jetzt entstanden, als Jeunesse dann gelauncht ist? Wie ist die Idee entstanden? Haben wir schon drüber gesprochen, aber was ist die Zukunft? Die Perspektive der Zukunft, so rum, okay? Ich habe heute schon so viel telefoniert, dass meine Zunge ein bisschen hängt mittlerweile, aber ich glaube, der eine oder andere kennt das. Wer kennt das? Könnt ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben, wenn es euch aktuell auch so geht, dass irgendwie der Mund nicht mehr funktioniert, dann haut's mal rein. Okay, Dankeschön, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Also, es ging weiter zum Thema, wie siehst du Jeunesse, was ist passiert, wie kam der Merch und was ist anders? So. Und dann hat sie erzählt und dann ging es gerade um das Thema Founder. Ja? Dann ging es darum, was ist überhaupt ein Founder-Paket und wie ist das zustande gekommen? Und dann hat sie erzählt, dass als damals noch die alte Firma, also die vor Jeunesse da war, dann in Jeunesse gemerged ist, also in Jeunesse übergegangen ist, sie sich dann den Vergütungsplan nochmal angeguckt hat, also der war schon so in dieser Form da und hat gesagt hat, wie kann ich den noch verbessern? Und hat dann gesagt, wir machen Folgendes. Und zwar, wir werden einmal eine Dividende einbauen in diesen Vergütungsplan, und zwar den Diamond Pool. Ja, jeder Mensch, der die Position Diamond oder höher erreicht, wird am weltweiten Firmenumsatz mitbeteiligt, quartalsweise. Aber dafür muss natürlich Diamond sein. Und dann hat sie gesagt, wir machen noch einen zweiten Pool, nämlich 2%, 3% plus 2% ergibt 5%, also 5% des gesamten weltweiten Umsatzes werden quasi separiert in die Organisation, in den Vertrieb ausgeschüttet. Und diese 2% sind in diesem Founder-Pool. Dann hat sie gesagt, das ist ja eine total smarte Sache und zwar für beide Seiten. So kann jeder Vertriebspartner am Umsatz der Firma mitbeteiligt werden, quasi wie eine Dividende. Nicht am eigenen Umsatz nur, sondern am weltweiten Umsatz, also auch von der Aktivität von allen anderen Teams. Das ist ja eine super geniale Sache. Für die Firma hat es natürlich auch einen Vorteil. Dadurch wird natürlich auch mehr Umsatz generiert.
Warum? Weil die Voraussetzungen, damit du aus diesem Pool bezahlt wirst jedes Quartal, haben wir ja schon drüber gesprochen, sind 5 Erstlinien, die aktiv sein müssen, also auf Smart Delivery laufen. Es ist egal wann und es ist egal wie viele, aber pro Monat brauchst du im Schnitt mindestens 5 First Lines, die drauf laufen. Also smarte Idee, richtig? Die Firma hat auch was davon, weil stabilen, kontinuierlichen Umsatz. Ja? Und so ist im Prinzip der Founder entstanden, hat sie gesagt. Der Founder ist im Prinzip jetzt gerade in der Situation, ist das halt ein Muss. Sie kennt ja die Zahlen, ja, was da eben ausgeschüttet wird. Und ich selber bin großer Fan vom Founder. Ich habe meine Videos schon dazu gesehen. Ich würde es immer wieder machen, wenn ich könnte. Aber du darfst nur einen Founder haben. Also nochmal die Information für euch, wenn ihr noch kein Founder seid, wäre jetzt mal an der Zeit zu gucken, wie man Founder wird. Weil das ist einfach nochmal free money on top. Ihr kriegt für die gleiche Arbeit einfach nochmal mehr Geld jedes Quartal. Ja? Und glaubt mir jetzt auf den höheren Rängen, ich sage mal jetzt mal Emerald, Diamond und höher, ist das extrem interessant. Da sprechen wir über 5-stellige Beträge, die da quartalsweise nochmal reinkommen. Das ist ein völlig crazy Level. Aber selbst wenn du ein bisschen weiter runter gehst, von den Rängen her, also nicht sagen Emerald, aber lass uns mal sagen Sapphire Elite, 50er, 25. Ja, ich erinnere mich noch, als ich Sapphire Elite war, selbst da war der Founder-Pool schon ein paar hundert Euro. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie groß deine Organisation ist, wie viel Umsatz du machst, weil es ist ja leistungsbezogen, aber es lohnt sich tausendmal, weil es ein langfristiges Ding ist. Und jetzt kam die wichtige Frage dazu. Macht das denn Sinn, Founder zu werden als langfristige Perspektive? Wo will Jeunesse hin? Und dann sagt Wendy, also in erster Linie überstehen wir jetzt erstmal die aktuelle Situation. Das ist ein weltweiter Ausnahmezustand, aber wir sind bestens vorbereitet. Und das ist jetzt zählt, was wir jetzt machen in dieser Zeit, gibt natürlich die Richtung vor, die danach passiert. Ja? So, und dann sagt sie, weißt du, ich sehe das Ganze so, schau dir mal Amazon an oder Amazon, ja, wie man es auch mal aussprechen möchte. Sie sagt, die sind halt irgendwann gestartet und das ist mittlerweile ein Multi-Billion-Dollar-Brand. So, die sind aber auch in relativ kurzer Zeit sehr, sehr groß geworden. Und die Strategie, die Jeunesse hat, ist ganz ähnlich. Sie sagt halt, hey, ich sehe das, wir sind jetzt auf 1 Milliarde. Wenn wir die Zeit jetzt rum haben, dann gehen wir auf 2 Milliarden. Und wir werden auch auf 10 Milliarden gehen. Und wenn wir die 10 Milliarden geknackt haben, dann sind wir die stärkste Firma weltweit im Network Marketing. Wir werden die Nummer 1. Ja, also das Wording von ihr war nicht so, wir wollen die Nummer 1 werden oder wir würden gerne, sondern sie sagt, wir werden die Nummer 1, wir schaffen das, Punkt. Ja, der Plan steht. Wenn man sich das überlegt, was die schon aufgebaut haben bis hierhin, und Wendy Lewis ist halt mehrfach ausgezeichnet als Frau des Jahres im Direktvertrieb weltweit, ja, in Entrepreneurkreisen. Ich weiß nicht, Jeunesse hat über 400 Awards gewonnen mittlerweile. Ja, und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, das ist doch ein Schneeballsystem. Ich lache mich jedes Mal schlapp. Sorry für den kleinen Einwurf an der Seite. Aber wenn du halt siehst, was da alles an Awards, an Legitimation dahinter steht, das ist unglaublich. Wenn du mal in diesem Raum drin warst, ne, also wer schon mal im Headquarter war, du gehst in diesen Raum rein und da stehen einfach diese 400 Awards. Ist nicht ganz richtig, weil im ersten Raum stehen 250. Und Jeunesse hat jetzt einen zweiten Raum aufmachen müssen oder bauen müssen quasi, wo jetzt die anderen Awards drin sind. Das sieht aus wie ein Oscar-Zimmer. Ja, da stehen nur so Metall-Awards überall. Das ist völlig krank. Ja, so. Und dann hat sie dann noch Folgendes gesagt. Dann sagte Danny, warum bist du so sicher, dass wir das erreichen? Und dann sagte Wendy, ganz einfach, weil wir haben das beste Leadership der Branche. Und dann hat sie gesagt, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Also man muss dazu wissen, dass die Network-Marketing-Industrie, das ist so ein bisschen Friendly Family Competition, okay? Die Gründer kennen sich alle, weil die Branche ist nicht so groß. Ja, die meisten Unternehmen sind in USA, es gibt ein paar aus Asien, aber gerade diese ganzen Unternehmen, die aus USA kommen, die großen, die Gründer kennen sich alle. Die treffen sich genauso auf Conventions, wie wir das als Distributoren tun. Ja, die vernetzen sich, die helfen sich gegenseitig. Das ist eine Industrie. Ja, so natürlich gibt es ein bisschen Friendly Competition. Heißt, sie kennt alle und hat gesagt, ich möchte keine Namen nennen, aber Fakt ist, wir haben das beste Leadership im Network Marketing weltweit. Und das wissen wir alle, weil ihr bekommt selber mit, wie viele Leute zu Jeunesse kommen, weil wir diese Infrastruktur bieten können. Ja, und das ist halt unglaublich. Und dann sagte Daniel, was natürlich auch extrem faszinierend ist, sind die ganzen Reisen, die ganzen Promotions, die ganzen Incentives. Wendy, hast du irgendeinen Überblick, wie viele Menschen sowas schon gewonnen haben oder wie viele da auf den Reisen waren und sich qualifiziert haben?
sagte sie, Daniel, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es sind so unglaublich viele Leute. Und ich meine, wenn du mal zusammenrechnest, wir haben mittlerweile 5 Regionen, okay? Also 5 Kontinente, 5 Regionen. Und jede Region hat ihr eigenes Event, ihre eigene Expo. So, damit geht's mal los. Dann hat jede Region ihren eigenen Incentive Trip. Manche sogar 2 oder 3, ja? Je nachdem, wie groß die Region ist, pro Jahr. Dann haben wir den Emerald Trip. Jedes Jahr im Januar Hawaii, alle Emeralds werden eingeladen, eingeflogen nach Hawaii. Seit Beginn der Firma, jedes Jahr. Ja, es werden immer mehr. So, wer auf diesem Trip war übrigens, hat eine 100%ige Conversion Rate von Emerald zu Diamond. Also noch nie jemand, der da war, ist kein Diamond geworden. Ja? So, dann gibt es den Diamond Trip an sich, ja, wo sie sagt, hey, wir waren jetzt 3-mal auf Bora Bora, wir sind um die Welt geflogen, wir waren in den tollsten Locations der Welt. Und dann sagte Daniel, ich erinnere mich noch an das eine Mal, das war total verrückt. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz meine Version von Fabian, wie ich das mitbekommen habe. Mich hat original eine Vertriebspartnerin damals angeschrieben aus der Schweiz und sagte, was ist hier los, die Malls sind dicht. Okay, und ich sagte, was fragst du mich? Da sagt er, du bist doch bei dieser Firma Jones. Ja? So, und Jones hat, Achtung, 12.000 Qualifikanten in die Schweiz geflogen. 12.000 Menschen hatten sich qualifiziert für diesen Trip und die sind alle in der Schweiz angekommen und Jones hat diese ganze Maschinerie gemanagt, ja, die ganzen Leute von A nach B gekarrt, in riesen Reisebuskolonnen, Events mit denen gemacht. Unglaublich. Also ein völlig anderes Kaliber. So, und dann kam das wohl Wichtigste und das ist jetzt der Abschlusssatz aus diesem Call. Und zwar sagte Wendy, und an der Stelle, ich bin extrem stolz, hier auf dem Call mit dabei zu sein, mit euch, weil die ganze Welt und alle anderen Teams haben momentan sehr zu kämpfen und dieses Team macht den besten Monat, den wir jemals hatten, seit Beginn dieser Journey mit Jones. Und das ist unglaublich, sagt sie. Ja? So, und ihr seht, wir sind komplett auf dem Schirm, auch bei den Foundern, ja, bei den Gründern der Firma, die wissen, wer Unity Global ist. Die wissen, wer wir sind. Und Wendy ist eine Person, das ist jetzt auch von mir vom Herzen, ich kenne sie auch persönlich, sie ist so liebevoll. Ihr geht es wirklich um die einzelnen Distributoren, um die einzelnen Menschen. Sie geht nie hin und sagt, okay, dieses Team sind die 3 Diamonds, die 5 Diamonds, die 7 Diamonds. Nein, sie weiß, dass alle die Menschen, du, ich, wir alle zusammen diesen Erfolg der Firma ausmachen. Und sie ist so herzlich. Sie begrüßt jeden ja, mit einem riesengroßen Herz und mit ganz viel Liebe. Und ich bin da extrem stolz, mit solchen Menschen arbeiten zu dürfen, die einfach alles aus dem richtigen Grund machen. Ja? Und das so dieser letzte Satz, Gratulation an das Team, alle Rekorde gebrochen als einziges Team weltweit, ist natürlich mal eine Ansage, glaube ich, an der Stelle. Also, das ist die Kurzzusammenfassung des Calls mit Wendy Lewis. Jetzt zum Abschluss, wie versprochen, ihr habt gesehen, wir launchen jeden Tag neue Tools. Ihr habt die Founder-Videos bekommen und heute gab es die neuen Videos zum Thema Run, der Run deines Lebens. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut mal in den WhatsApp-Gruppen. Ich haue es auch gleich in Telegram rein, wenn es nicht schon drin ist. Und diese Videos dürft ihr natürlich verwenden, gerade um Leuten so ein bisschen den Spirit mitzugeben und ihnen zu zeigen, hey, was passiert da gerade? Ja, die Welt ist im Lockdown, alles steht still und wir überperformen und sagen einfach, Lockdown, nicht mit uns. Wir machen einfach weiter und wir denken einfach größer und wir wollen einfach so vielen Menschen wie möglich helfen, ihre Ziele zu erreichen und wir möchten Hoffnung geben, wir möchten Opportunities geben und wir möchten mit dieser Nachricht rausgehen, du musst dich nicht einschließen, den Kopf hängen lassen. Jetzt gerade ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen und einfach zu den Gewinnern der Krise zu gehören. Das war's für heute mit dem Run-Call. Wir sehen uns morgen wieder. Ach so, eine letzte Sache noch. Ich darf euch an der Stelle schon mal den ersten Special Guest ankündigen, der nächste Woche kommen wird. Ich sag euch dann früh genug, wann. So, und zwar werden wir im Call jetzt schon bestätigt, neben ein paar anderen, aber ich erwähne erstmal einen, Fraser Brooks. Okay, wer Fraser Brooks noch nicht kennt, einfach mal googeln. Fraser Brooks, Network Marketing Trainer, spricht auf den größten Conventions der Welt, hat bei Eric Worre gesprochen, ist jemand, den die meisten von seinem Online-Programm kennen. Und Fraser wird ganz speziell für uns in die Trickkiste greifen, ja, und wird uns ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du jetzt gerade in der Krise das Geschäft online perfekt aufbauen kannst. Okay, so dazu kommt, dass Fraser aus einer Unternehmerfamilie kommt, die seit Jahrzehnten, Dekaden extrem erfolgreich im Network sind. Also da wird es noch ein paar
Tipps geben, auch zum Thema, was wird passieren nach der Krise und so weiter. Also nächste Woche im Call mit dabei, Fraser Brooks, aber dafür, davor wird noch eine ganze Menge passieren. Vielleicht kommt er sogar bei mir ins Studio, er ist nämlich gerade nebenan, ja, weil Dubai Lockdown, auch er ist hier gefangen. Also, liebe Grüße an alle und wir sehen uns morgen wieder im Run Call. Lass uns Gas geben und die aktuelle Zahl, Stand heute unseres Ziels, geht natürlich nachher noch durch die Gruppen. Also, bis dann und ciao.